Mousse au Chocolat und das Erste präsentieren Ihnen Marienhof. Es wird viel passieren. Weißt du was, ich werde der Sieber jetzt sagen, dass ich nicht komme. Nein, das machst du nicht. Die Karriere geht vor. Nur los, lass Frau Sieber nicht warten. Die Angst, nicht gegen das Gespenst Marco anzukommen, verfolgt mich, quält mich. Ich kann mich nicht fallen lassen, mich öffnen, alle Distanz aufgeben, weil ich fürchte, furchtbar verletzt zu werden. Christoph, das habe ich nicht gewusst. Wir müssen los, sonst verpassen wir den Flieger. Hey, Schatz. Hallo. Oh, das fühlt sich gut an. Ich bin froh, zu Hause zu sein. Ich habe übrigens schon gegessen. Wenn du noch Hunger hast, hast du noch was im Kühlschrank, ja? Sag mal, also es tut mir leid, dass ich ein bisschen spät bin. Ich habe vergessen, auf die Uhr zu gucken, weißt du? Und wir haben im Moment tierisch viel Arbeit. Doro, ich habe eine super Idee. Weißt du, was wir machen? Morgen, da gehen wir zwar in die Stadt und wir nehmen das Geld, das ich dazu verdient habe, und wir machen uns einen total schönen Tag. Was meinst du, hm? Ah, wir beide, Champagner, Kaviar, das wird super. Hm? Wir beide. Charlie Kolbe, der perfekte Verführer, allzeit bereit. Bist du dir sicher, dass du deinen Charme nicht an die Falsche verschwendest? Ich liebe sie so sehr und ich habe solche Angst, sie zu verlieren. Angst, dir nicht zu genügen. Angst, dir könnte meine Gefühle nicht erwidern. Angst zu versagen. Autsch! Hast du dir wehgetan? Halb so wild. Ich habe mir nur den Zeh gestoßen. Na, schön, dass du noch wach bist. Hast du dir auch wirklich nicht wehgetan? Wenn du mich schon so liebevoll begrüßt, nur weil ich mir den Zeh gestoßen habe, dann überlege ich mir ernsthaft, ob ich mir beim nächsten Mal nicht den Arm brechen sollte. Christoph, es tut mir leid. Was ist denn, Jenny? Es tut mir leid, dass ich in letzter Zeit so distanziert war, so genervt. Und dass wir uns nicht weit voneinander entfernt haben. Jenny, Liebes, ich... Bitte... Verzeih mir. Manchmal fühle ich mich auf wie die Prinzessin auf der Erbse. Jenny, Prinzessin. Lass uns nicht drüber reden, vergiss es einfach. Das Wichtigste ist doch einfach, dass du mich noch liebst. Und dass alles wieder so wird wie am Anfang unserer Beziehung. Genauso wie am Anfang. Das ist ein harmloses Kondom. Wie kommst du auf so eine schwachsinnige Idee? Charlie, jetzt erzähl mir keinen Scheiß. Ich habe dir eine ganz normale Frage gestellt. Was hast du mit Maria? Maria ist meine Chefin. Das ist alles. Ich arbeite für sie. Und das Kondom, das habe ich irgendwann mal auf einer Safer Sex Promo im Foxy geholt. Weißt du, da habe ich das eingesteckt und dann habe ich es vergessen. Das ist alles. Ja, wozu steckst du denn Kondome ein? Ich brauche ja wohl keine. Ich nehme ja brav die Pille. Was weiß denn ich, um es zu verschenken? Irgendwelchen Kids oder an Robby? Mann, was sollen denn die blöden Spielchen jetzt? Ich arbeite den ganzen Tag hart und dann muss ich mir noch so eine scheiß Eifersuchtsszene reinziehen, oder was? Du spinnst doch! Mein Gott! Verdammt, Mama. Wir haben das schon tausendmal durchgekaut. Mir geht's hier prima.
Ich brauch keinen, der mir Händchen hält. Ist auch das Schlaflied, das ich ihm jeden Abend vorsingen muss. Ach, oh Mann, jetzt Nick. Jetzt erzähl doch nicht so einen Stuss. Frederik kommt sehr wohl allein zurecht. Und besser als du manchmal, würde ich sagen. Das trifft mich jetzt aber hart. Siehst du, es gibt also gar keinen Grund, Chrissy, um deine Pläne wegen mir sausen zu lassen. Hier läuft alles bestens. Aber du warst so unglücklich. Beim Abschied sahst du so verloren aus. Ich hab's einfach nicht übers Herz gebracht, dich alleine zu lassen. Verdammt, Mama. Natürlich war ich traurig. Aber ich bin inzwischen erwachsen, falls dir das entgangen ist. Ich hab meinen eigenen Job, mein eigenes Geld, mein eigenes Zimmer. Und bin keineswegs allein hier. Und glaub ja nicht, dass ich ihn wieder ausziehe. Frederik. Mama, hör mir mal gut zu. Es kommt überhaupt nicht in die Tüte, dass du nur wegen mir hier bleibst und Casey und Lee im Stich lässt. Ich glaube, die brauchen dich mehr als ich. Die beiden können schon selber auf sich aufpassen. Glaub mir, ich kann auch gut auf mich aufpassen. Auch wenn ich im Rollstuhl sitze. Aber ich bin kein kleines Baby mehr. Du bist eben mein Baby. Oh, Hilfe. Ach. Keine Ahnung. Also ich erwarte niemanden mehr. Wenn das mal nicht der Weihnachtsmann ist. Überraschung! Was soll das jetzt? Was macht ihr hier? Ja, lieber Bruder, so wie es aussieht, musst du uns doch noch ein bisschen länger ertragen. Ich war schon ewig nicht mehr aus. Hi. Hallo. Kannst du was trinken? Bananen-Kirschsaft, bitte. Ja. Wo steckt eigentlich dein Göttergatte? Der liegt zu Hause im Bett und schläft. Männer halten einfach nichts mehr aus. Naja, aber er hat halt im Moment wahnsinnig viel zu tun. Er hat doch diesen neuen Job bei der Musikagentur. Das ist aber interessant. Musikagentur? Charlie auf Erfolgskurs. Naja. Doch. Stell dir bloß mal vor, er sitzt an seinem Schreibtisch, arbeitet, plötzlich geht die Tür auf und dieser schnucklige Sänger von Elch kommt da rein. Na, das war wohl eher dein Wunschtraum, ne? So, dein Lieber. Danke. Sag mal, auf dieser Safer-Sex-Promo neulich, da waren noch 4 Leute da, oder? Safer-Sex-Promo hier im Foxy? Wann soll denn das gewesen sein? Vor ein paar Tagen. Nicht, dass ich wüsste. Aber da wurden doch kostenlos Kondome verteilt, hat man mir jedenfalls erzählt. Sorry, aber da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Sicher nicht. Ganz sicher. Leider, wir haben momentan keinen. Ich würde dir sonst gerne welche geben. Ist aber kein Problem, auf der Darmtoilette hängt ein Automat. Ja, ja, der Charlie. Erfolg macht wohl doch sexy, hm? I'm really gonna miss you, man. Ich hoffe, du kommst uns bald mal drüben besuchen. Danke. Aber ich schlage allerdings vor, dass ihr zuerst mal abreist, damit ich euch überhaupt besuchen kann. Danke. Ich habe schon beim Flughafen angerufen. Es gibt keinen unerwarteten Schneefall, kein Hurrikan in Sicht, kein Eisregen und keine Mutter, die plötzlich auftaucht. Das hättest du mir auch nicht zugetraut, ne? Dass ich dich so verschaukle. Du warst ganz schön baff. Ich war so glücklich. Ich habe gemeint, dass du nur wegen mir zurückgekommen wärst. Weißt du, ich... Frederik, hast du es irgendwie anders überlegt? Bitte, Mama, geh nicht. Lass mich nicht allein. Du Herzensbrecher, du. Ach, du hast mich ganz schön erschreckt. Du hast echt gut riechen. Erst tauchst du plötzlich überraschend bei mir auf und siehst diese Nummer da ab von wegen. Ich kann dich nicht allein lassen. Und dann stehen plötzlich auch noch Casey und Lee vor der Tür. Ein wahrer Albtraum. Du hättest mal dein Gesicht sehen sollen. Erst der Schock und dann die Erleichterung. Als ich dir gesagt habe, dass wir nur eine Nacht länger bleiben, weil unser Flug gecancelt wurde.
Langsam glaube ich, du bist richtig froh, wenn du uns endlich los bist. Ich vermisse dich jetzt schon. Ich dich auch. Komm mich einfach bald besuchen und schreib und ruf an. Und vor allem, tu nichts, was ich nicht auch tun würde. Dann tu auch du nichts, was auch ich nicht machen würde. Geht klar. Es wird ernst. Wir müssen los. Aber jetzt keine weiteren Tränen. Kann ich dir nicht versprechen. Schatz. Komm. Wir müssen. Würde ich diesen ganzen Krempel ja hinschmeißen. Gott sei Dank gibt's Licht am Ende des Tunnels. Lang halte ich das nämlich nicht mehr aus. Ein Fall komplizierter als der andere. Oh, den Kaffee habe ich mir echt verdient. Mach's nur nicht zu gemütlich. In ein paar Minuten kommt ein gewisser Herr Radke, dein neuer Mandant. Wegen dieser Nutzungsgenehmigung für den Bürgersteig vor seinem Geschäft. Genau. Der Herr verschone mich mit Verwaltungsrecht. Und danach musst du leider noch diesen Stapel da durcharbeiten. Wichtige Gesetzesänderungen. Ich bin ja nur froh, dass meine kleine Frau so leicht zu manipulieren ist. Das war ganz schön raffiniert von dir. Das mit dem gefälschten Tagebuch. Wenn du wüsstest. Ich habe mir echt einen abgebrochen. Schreib du mal über 50 Seiten Liebesgeflüster. Ohne Fleiß kein Preis. Schließlich hast du ein großes Ziel vor Augen. Allerdings. Und langsam wird es Zeit, dass wir den zweiten Teil des Planes in Angriff nehmen. Die gute Inge Busch. Stinkreich. Ich bin auch wirklich der ideale Schwiegersohn. Der das süße kleine Jennylein dazu benutzt, an das Geld der Alten ranzukommen und dann auf Nimmerwiedersehen verschwindet. Welche Krawatte passt besser zu dem Anzug? Diese hier oder diese? Gar keine. Was soll denn das ganze Theater überhaupt? Ich dachte, die Sieber ist nicht so konservativ. Stimmt, du hast auch wieder recht. Wenn ich den Knopf aufmache, sieht wahrscheinlich viel cooler aus. Außerdem ist es mit Sicherheit bequemer. Sag mal, wie ist denn die eigentlich? So, die Sieber, meine ich. Mein Gott, ist jetzt wieder die Eifersuchtsnummer, oder was? Warum fragst du mich die ganze Zeit über meine Chefin aus? Ich vergiss es einfach. Du, Doro, also, wegen gestern. Entschuldige. Naja, du, ich wollte einfach nur wissen, wie sie so ist, die Frau Sieber. Du, ich weiß jetzt wirklich nicht, was ich dir darüber erzählen soll. Immerhin hängt unsere ganze Existenz von ihr ab. Du hast ja wohl heute Morgen die Kündigung für Töppers in die Post gebracht. Ja, Frau Sieber ist eine sehr taffe, aber faire Geschäftsfrau. Da brauchst du dir wirklich keine Sorgen machen. Ich habe einen wasserdichten Vertrag, die Agentur läuft ziemlich gut und ich denke, Marias großes Kapital ist hier wirklich guter Musikgeschmack. Also für ihr Alter zumindest. Wie alt ist sie denn nun eigentlich? Keine Ahnung, also vielleicht 20 Jahre älter als ich. Das kann man wirklich schlecht schätzen. Einen Moment noch, Herrschaften! Na also, geht doch! Noch ein letztes Wort zur bevorstehenden Mathe-Klausur. Nee. Ihr wisst ja, das ist die letzte Arbeit vor dem Zwischenzeugnis. Und für einige von euch hängt eine Menge davon ab. Also, ich rate euch dringendst, euch besonders gut vorzubereiten. Auf in den Kampf! Frau Behrens, ich wollte fragen, ob Sie uns vielleicht doch noch ein paar Lerntipps geben könnten. Immer wieder das Gleiche. Tut mir leid, keine Chance. Ihr kennt den Prüfungsstoff ganz genau. Und die Prüfungsaufgaben, die habe ich sicher verwahrt auf dem Server vom Schulcomputer. Also, strengt euch an. Viel Glück. Mensch, Alter, bist du jetzt in Trance oder was? Nee, ich glaube eher, er malt sich aus, mit welchen Foltermethoden er dir Behrens die Aufgaben entlocken könnte, ne? Nicht der Behrens. Hä? Dem Schulserver, du Hilfstrottel. Das ist es. Mensch, Dino, genial. Wir hacken uns in den Schulcomputer, kopieren die Aufgaben und schwuppdiwupp sind wir alle Probleme los. Schrei doch nicht so laut. Das kann ja fast jeder hören. Hey, echt coole Idee.
Hat nur einen Haken, das Ganze. Wer von euch beiden Superhirnigs weiß, wie man sich in einen Computer reinhackt? Leider ist keiner von euch beiden der wahre Computerexperte, oder? Und wenn sie es wären, müssten sie dann noch poplige Matheaufgaben klauen. Das, die armen Jungs. Keine Mathe-Cracks, keine Computergenies. Das Leben kann schon grausam sein. Tja, Brüderchen, schlag dir das lieber mal gleich wieder aus dem Kopf. Ich sag ja, dir hilft nur ein Mittel. Komm, Lucy, wir hauen ab. Was denn für ein Mittel? Lernen? Weiber. Vielleicht noch eine Kleinigkeit zum Kaffee? Mohnkuchen, frische Croissants, Tiramisu? Da wird man ja schon vom Zuhören dick. Madonna mia! Diese Figur verträgt doch noch mindestens 2 Dutzend Portionen Tiramisu. Danke für die Blumen, aber keine Chance. Ich sag trotzdem nein. Danke. Vielleicht später. Stets zu Diensten. Um noch mal auf Christoph zurückzukommen. Ich mag ihn wirklich sehr gerne. Und ich bin froh, dass ihr eure Missverständnisse aus dem Weg geräumt habt. Trotzdem war es falsch, sein Tagebuch zu lesen. Sag nichts. Es war ein unentschuldbarer Vertrauensbruch, ich weiß. Trotzdem bin ich froh, dass ich es getan habe. Ich auch. Ich habe Christoph vorher gar nicht richtig verstanden. Erst nachdem ich gelesen habe, was er geschrieben hat, was er fühlt. Ich habe immer gedacht, er wäre lieblos und kühl. Und dabei ist er nur befangen, wenn er in meiner Nähe ist. Komisch. Also ich fand ihn immer besonders souverän und selbstsicher. Dabei ist er einfach unsicher. Und schüchtern. Tja, das ewige Rätsel, Mann. Da glaubst du, jemanden zu kennen und dann? Christoph hat Angst, seine wahren Gefühle zu zeigen. Angst, verletzlich zu sein. Und deshalb verbirgt er seine Gefühle und gerade deshalb habe ich mich wieder in ihn verliebt. Kim, ja, bringst du mir bitte einen Mohrrübensaft? Oh ja, füll mich bitte auch ein. Okay, 2-mal Karottensaft, kommt sofort. Ja, danke. Hallo, Doro. Hallo. Ja, in der verdienten Pause, da muss man sich eine Vitaminspritze gönnen, nicht wahr? Störe ich? Nee, Quatsch, setz dich. Meine Güte, zurzeit ist bei mir die Hölle los im Laden. Ich habe nur Stress und jede Menge hektischer Kunden. Ist aber gut fürs Geschäft. Ja, klar, das schon. Wie läuft's bei euch so? Ja, also übers Geld können wir uns nicht beklagen. Charlie hat doch jetzt einen neuen Job in der Musikagentur. Das heißt natürlich viel Stress, aber das Geld ist okay. Ach, super, gratuliere. Wie heißt die Agentur? Vielleicht kenne ich sie. Sagt dir Sister Mary Productions was? Oh, wow, da hat Charlie das Große losgezogen. Das ist eine der wichtigsten Agenturen in Deutschland. Echt? Kennst du denn vielleicht die Chefin? Eine gewisse Maria Sieber? Ach, na, leider nicht persönlich. Aber ich weiß nur, dass sie einen sehr wichtigen Namen in der Branche hat. Wieso? Nur so, weil sie doch jetzt Charlies neue Chefin ist. Ach so, ja. So, 2-mal frisch gepresst, in modischem Orange. Danke. Oh, Entschuldigung. Kann ich noch was tun? Nee, danke. Doro Stockner, ja? Charlie? Okay, du musst arbeiten. Und du kannst auch nicht zum Abendbrot kommen. Gut. Okay, bis später, ja. Tschüssi. Ziemlich zeitaufwendig, so ein neuer Job, was? Kannst du wohl laut sagen. Jeden Abend kommt er später nach Hause. Irgendwas gibt's immer zu tun für diese Maria Sieber. Ach so, hast du mich deshalb nach Frau Sieber gefragt? Du machst dir Sorgen, dass sie ihn vielleicht ausnutzt? Wenn's nur das wäre. Ach, du denkst, Charlie und diese Frau? Nein. Blödsinn. Charlie doch nicht. Er liebt dich. Ja, das kann schon sein. Aber diese Frau kann ihm irgendwie so viel bieten. Autos, teure Klamotten, all die ganzen hippen Leute, die sie kennt. Ach, Charlie lässt sich von sowas doch nicht blenden. Meinst du? Ja. Oder du packst den Stier an den Hörnern. Schau sie dir an. Ja, schau einfach mal in der Agentur vorbei. Ach nee, ich weiß nicht. Ich hab doch auch meinen Stolz. Ich kann da nicht einfach hingehen und Charlie hinterher spielen. Das geht nicht. Ach, verstehst du das denn nicht? Für Toni bedeutet das alles. Wenn sie die Mathearbeit wieder versaut, dann sieht das für sie zappenduster aus. Das wäre bei ihr schon die 3. Ehrenrunde. Die 3? Ja, die Kleine kriegt doch nachts kaum ein Auge zu vor Angst. Frederik, du bist quasi ihre letzte Chance. Das heißt natürlich nur, wenn das stimmt, was man so über dich hört. Ja, was hört man denn so? Ja,
du sollst absolut der Beste sein. Also unter den Hackern, meine ich natürlich. Tja, Jungs, also wenn ich Lust dazu hätte, könnte ich sogar in den Computer vom Pentagon rankommen und alle Dateien kopieren. Die würden nicht mal merken, dass ich da war. Echt? Na, echt? Und wo warst du schon überall drin? Tja, das bleibt auf ewig mein Geheimnis. Ach komm schon, ich sag's doch keinem weiter. No way. Aber wenn du echt so ein Crack bist, dann ist der Schulcomputer für dich doch Spaziergang, oder nicht? Ja, du sagst es. Ja, ist doch fett. Also heißt das, du hilfst uns. Also, ich meine Toni. Ich würde Toni wirklich gerne helfen, ehrlich. Also, und für uns würdest du keine Ausnahme machen? Tut mir leid. Das ist eine Regel, ohne Ausnahme. Ja, auch nicht für Toni? Sag mal, habt ihr es mit den Ohren oder was? Ach komm, Marlon, vergiss es. Wahrscheinlich reitet Frederik nur so auf seinen Prinzipien rum, weil er es wahrscheinlich überhaupt nicht kann. Du reißt dich zusammen. Ja, bitte. Kann ich Ihnen helfen? Also ich will zu Charlie Kolbe. Er hat seinen Schlüssel zu Hause vergessen und ich dachte, sind Sie Frau Sieber? Ja, ganz recht, ich bin Frau Sieber. Ja, und wer sind Sie? Entschuldigung, ich bin Doro Stockner und ich will, wie gesagt, zu Charlie, weil er seinen Schlüssel vergessen hat. Ist er da? Ja, Herr Kolbe ist im Haus. Sie sind also Frau Sieber? Ja. Vierter Tag der Hochzeitsreise. Wieder liege ich die ganze Nacht wach und betrachte meine Jenny im Schlaf. Sie sieht wunderschön aus. Und dann endlich kann ich ihr sagen, wie sehr ich sie liebe und sie begehre, was ich für sie empfinde. Doch sie hört mich nicht. Christoph. Tagebuch 10,80 €. Aber das war erst vor ein paar Tagen. Dieses Schweigen, dieser Dreckskerl. Alles erstunken und erlogen, dieses ganze verdammte Liebesgesülze. Gar nicht, dass Arbeit so viel Spaß machen kann. Mhm. Ich kenne auch immer ganz nett Freizeitbeschäftigungen. Mhm. Das kannst du mir bei Gelegenheit mal zeigen, oder? Mhm. Ups. Hey, bleib sitzen. Das kannst du auch deine Haushälterin machen lassen. Nee, mach ich lieber selbst. Fanny verwechselt immer die Flaschen. Ich will einfach nicht nur irgendeine Flasche. Ich will was ganz Besonderes. Lass dich überraschen. Bin gleich wieder da. Sind Sie ja, Herr Kolbe. Besuch für Sie. Doro. Es wird viel passieren. Präsentiert vom Ersten und Nestle Mousse au Chocolat. Noch viel mehr über den Marienhof. Die Stars, Hintergründe und Reportagen. Jetzt im neuen Magazin zur Serie. Ab sofort im Handel.